Bleib doch mal hier. Der guckt im Fernsehen. Ach so, da kommt was. こちらこそ. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Jetzt bauen wir keinen Stress jetzt mit der Polizei. Setz dich wieder hin. Wir sollten nicht auffallen. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Genau. Ich könnte auch mit dieser Evelyn sprechen. Was ist, wenn ich Evelyn... Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Ja. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ein Plan B? Der wäre gut. Plan B. Entwickler des Relikts weiß vielleicht der Entwickler, oder? Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Keine wie Ahnung. Vom Erdboden verschluckt. Warum hast du den überhaupt gesucht? Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Du hast echt für Saburo gearbeitet und weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben, der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Gut, ich glaube, ich kann nicht länger hier bleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Sehr gut, okay. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. In Ordnung. Ah, jetzt kommt schon wieder diese Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Sind wir jetzt Freunde, oder? Du hast echt Nerven.
Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Die Leute du gucken weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht. Ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurück gemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Natürlich. Du mir helfen. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. So, gut. Dann haben wir jetzt mit den Big Boss da gesprochen gehabt. Was ist denn hier für eine Trauertante hier? Ah. Die ist zugedröhnt, die schläft schon. Da haben wir eine Nachricht reinbekommen. Nachrichten. So, danke, danke. Scrollen geht mit X und Z. Ihr habt gehört, dass du machst. Gehört, du machst dir einen Namen, das da draußen. Aber dir fehlt noch eine neue Bude. Oder mein Kumpel bei der hat ein paar schicke Wohnungen zu vermieten. Und die können auch deine aktuelle Bleibe für dich renovieren. Wirf einen Blick auf die Netpage oder schau persönlich vorbei, bevor irgendein Gonk dir das Apartment deiner Träume von der Nase wegschnappt. Ich glaube, das hier wird dir echt gefallen. Wir können uns ja mal bedanken. Muammar der Kapitän, richtige Entscheidung wie. Du wirst den ganzen Kram lieben, den ich im Angebot habe. Waffen, Autos, Apartments. Meine Leute bekommen bloß das Beste. Okay. Da hätten wir nochmal eine Nachricht. Hey, ich habe Infos zu Moa. Sie gehört wohl mal zum Militärsec. Fühlte sich plötzlich schlecht und hat beim Konzern angerufen, dass die Hilfe schicken. Stattdessen kam ein Erschießungskommando. Hör zu, sie hat's nicht überlebt, aber das lag nur daran, dass Selbstverteidigung meine einzige Option war. Warum ist die denn jetzt immer noch gelesene Nachrichten anzeigen? Ach so, darauf habe ich geantwortet. Aber sie hat noch nicht zurück. Robert Wilson, dann nochmal eine Nachricht. Hey, wie kommt's? Tust du mir einen Gefallen? Ich will einen Ausverkauf veranstalten. Kein Müll, nur ordentliche Ware. Du kennst mich doch. Das Problem ist, dass mich sonst keiner kennt. Das Geschäft läuft nicht so toll. Aber genau da kommst du ins Spiel. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, komm doch mal vorbei. Bessere Angebote findest du nirgendwo. Und vielleicht kannst du deine Comms von meinem Laden erzählen. Das würde echt helfen. Okay. Judy Alvarez. Und hier kommt man aber nicht rein. Da kommt man nicht rein. So, okay. Ruf Judy an. Ich muss die Judy anrufen. Judy da. F. Wie?
du das? Ja. Scheiße, ich dachte, das du wärst nackt. Tot. Dachte ich auch immer. Du bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet. Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Oh Gott. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Komm schon, du bist meine einzige Spur. Ich habe nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Warum sind die jetzt hier drei markiert? Oh nein, was habe ich denn gemacht? Ich war... Nein. Das letzte Checkpoint laden. Ich wusste es nicht. Ich kann die angreifen. Das sind irgendwelche Gangmitglieder, glaube ich, oder sowas, ne? Aber ich hätte sie nicht angreifen müssen. Ich habe sie einfach angegriffen. Keine Ahnung. So. Das war der letzte Checkpoint. Triff dich mit Judy, okay. Wir gehen hier raus. Hier ist echt was los, du immer. Die ist total high. Ja. Okay. Nee, in die Richtung müssen wir. Wir müssen in, genau, wir waren ja hier im... wie hieß es denn nochmal? Tom's Diner? Genau, 500 Meter. Wir können auch unser Auto rufen, ne? Wir haben kein Auto mehr. Verdammt. Wir gehen mal einfach rüber. Wo ist denn überhaupt hier der Fußweg hier? Hier, hoch. Ja, ich passe auf. Was ist das denn hier? Glänzende Schuhe. Goldene, glänzende Schuhe. So, da hinten ist er doch. Was ich nicht verstehe ist, ich habe mich doch gekleidet, oder? Das muss wirklich ein Bug sein oder so. Keine Ahnung. Egal, wir laufen jetzt mal schnell rüber. Hier geht's zum Parkhaus hinein. Da wollen wir aber nicht hin. Wir laufen mal geradeaus. Kinder in Night City gibt's ganz wenig, ey. Hier, da und da mal wieder einer, ne? Aber die überwiegende Mehrheit. Wir laufen mal zu... Nein. Ja. Opa. Der beste Waffen gegen den... Was haben wir denn da wieder für eine Nachricht? Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt erläutert. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich in den Kapitalismus zum Opfer. Die beste Waffen gegen den Kapitalismus ist ungestörter Meditation.
Nachricht, Batmos Kollektiv. I don't know, wer du bist, Sir. Wir gehen jetzt weiter. Wir müssen uns nämlich hier mit der Dings treffen. Auto ist leider keins mehr da. Na komm, gib Gas. Ducken, Waffe ziehen. In die Richtung. Oh, jetzt habe ich mich am Zaun geschnitten. Macht nichts. Alles weiter. So, hier über den Weg. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht schon wieder? Pass auf, ey. Was ist los? Juckt das? Leichtes Jucken, wa? Mit dir könnte ich was anfangen. Johnny. Jetzt gibt's wieder keine Fotos. Was ist denn los mit den Nvidia-Treibern wieder? Na gut, okay, wir gehen. Ist geschlossen. Oh. Hey, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Ja, doch. Gesichter kann ich mir gut merken. Ja, aber was? Geschlossen. Tut mir leid. Ja, Judy, ist Judy da? Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Sehr gut. So, wieder in diesem Nachtclub hier. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt, ich weiß nicht. Versucht's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das war's. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Du hast ja noch deinen Körper, oder? Mach was draus. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also habe ich mir einen Puppenchip besorgt. Bin ins Clouds, aber die haben gerade nichts frei. Okay. Und jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. Dass der mir den Chip gehört, oder? Gesicht ist keine Stangenware. Sieht denn auch nicht, oder? Ich investiere eben in mich. Hat trotzdem nicht gereicht. Bin angeblich unterqualifiziert. Oh. Und was sollen wir jetzt dagegen tun? Hab ich doch gesagt. Ich will nur mein Zimmer zurück. Ich scanne den Joy-Toy. Kein Zugehörigkeit, Tätigkeit, Joy-Toy. Sozialer Status niedrig, schlecht. Die Mox. Ja, aber was... Ich verstehe nicht, was ich damit... keine Ahnung, was ich damit machen kann. Okay. Steh auf da. Komm. Wo bist du denn da vorne? Geschlossen. Warum bist du hier? Ich suche nach Evelyn Parker. Hab sie lange nicht gesehen. Irgendeine Ahnung, wo sie steckt? Hm, nicht mal ansatzweise. Sie den Augen ausstechen. Keinen Schimmer? Ich bin Barkeeper, nicht ihr Sekretär. Wo ist sie? Ich will mit Judy sprechen. Mhm. Frage ist, will sie auch mit dir reden? Bleibt abzuwarten. Ist sie in ihrer Suite? Wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Hier ist sie aber nicht. Hier war ich das letzte Mal mit der Dings. Arasaka, die Familie des Imperiums. Die Arasaka-Familie. Braucht keine große Vorstellung, die Arasaka Corporation ist einer der weltweit mächtigen Konzerne und besitzt Büros in jeder wichtigen Metropole rund um den Globus. Jahrelang saß
Dieser Konzern spricht wörtlich hinter dem Steuer von Wirtschaft und Gesellschaft unseres Planeten. Die Geschichte von Arasaka in Night City bräuchte eigentlich einen eigenen Artikel, deshalb an dieser Stelle nur so viel. Die Medien unserer Stadt folgen der Familie hinter dem Megakonzern auf Schritt und Tritt. Die Geschichte der Arasaka-Familie ist die eines Imperiums, einer echten Dynastie und der Herrschaft des Patriarchen Saburo Arasaka. Gerüchte eines Rücktritts des großen Saburo und der daraus folgenden Abtretung der Konzertkontrolle sowie all der gut gehüteten Geheimnisse an Tochter Hanako und Sohn Yorinobu sind in den letzten Jahren immer wieder hochgekocht. Ist nun endlich die Zeit gekommen, dass sie einen Funken Wahrheit enthalten. Unsere Quellen berichten, dass sich Yorinobu Arasaka aktuell in Night City aufhält. Allerdings ist es kein Höflichkeitsbesuch, stellt sich die Frage, falls Yorinobu... Aber das habe ich schon gelesen, ey. Das habe ich doch schon gelesen, Junge. Mann, ja, da könntest du mal durchdrehen hier. Was macht ihr hier in der Dunkelheit? Geht nach Hause. Judy ist mal wieder total peinlich. Ich frage mich, warum Sue so an ihr hängt. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Lass gut sein. Ist ein Freund von Judy. Zwillinge oder was? Hast du den Bagulio fertig geraucht? Ja, heißt also zurück an die Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich sie nehmen kann. Wenn ich sie nehme, zack, hat keiner gesehen. Tür. Hier ist eine Tür. Ne, hier geht's hin. Okay. Judy. Oh, Judy. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so. Sie verdienen eine Chance. Könnte sich vielleicht lohnen. Mhm. Mit etwas Geduld wird es sich sicher lohnen. Sicherlich. Lohnen? Die schaffen es nicht mal für